super Land, super Kulissen, super Locations, super Menschen. Also ich würde es sehr gerne nochmal wiederholen. Styling, das war perfekt. Also sowas habe ich noch nicht erlebt, dass man aus meinen Haaren eine wirkliche Waldfee machen kann. Und es war ein ganz tolles Ambiente dort. Mit der Vanessa hat richtig Spaß gemacht, weil man merkt, dass sie selber Spaß dran hat. Sie hat selber sich ein bisschen einbringen können, hat teilweise gute Ideen gehabt, auch für die Bilder, um die noch so ein bisschen aufzupeppen. Ich durfte ja selber entscheiden, welche Pose ich mache, da stehe ich ja dahinter und finde das auch gut. Und in Venedig war natürlich dann auch noch das Highlight auf der Fähre, dass wir bei dem Shooting den Markusplatz im Hintergrund hatten. Das war natürlich dann auch nochmal so ein Wow-Effekt, als ich die Bilder gesehen habe. Wir hatten es wirklich super abwechslungsreich. Wir waren zuerst in Cortina in den Bergen, da war es ein bisschen frischer, tolles Panorama da am Anfang von den Dolomiten. Das Shooting war auch mein persönlicher Favorit, da habe ich mich die ganze Zeit schon drauf gefreut. Als er dann natürlich dann die Maschine gekommen ist, habe ich gedacht, oh ja, jetzt geht's los. In Venedig hat mir natürlich die Taxifahrt am besten gefallen. Wie wir durch die ganzen Kanäle gefahren sind, dann das Fotoshooting auf so einem Taxi, das hatte ich natürlich vorher auch nie. Das schaut hier aus wie Sophia Loren. Das ist ein Bild, da habe ich einmal abgedrückt und habe das angeschaut und was, das ist ja unglaublich. Das ist also definitiv eines meiner Lieblingsbilder. Neue Erfahrung und geile Erfahrung. Für die Tuner sind natürlich die Autos hier bestimmt sehr, sehr interessant und ich bin mir sicher, dass dem einen oder anderen da wirklich das Herz aufgehen wird, wenn er sieht, was wir da für Karren vor der Kamera hatten. Aber im Prinzip kann man trotzdem sagen, dass mein Blick immer noch eher auf die Vanessa fällt als auf das Auto. Und bei der Villa hatten wir dann auch nochmal ein Shooting mit dem kleinen Peugeot. Da haben wir uns dann eine Story ausgedacht, dass ich, die reiche Millionärsfrau, laufe die Treppe runter zu meinem kleinen Auto. Die Vanessa ist in jedem Bild anders und in jedem Bild toll. Der Mini, der war super. Ich finde, das Auto muss man sich auf jeden Fall im Kalender anschauen. Das ist super, was da alles gemacht wurde und ich finde, es sieht einem Mini nicht mehr ähnlich, weil es einfach so krass getuned wurde, also Hammer. Das ist mit Sicherheit ein Kalender, auf den sich alle Tuning-Fans freuen können. Mein Kalender gibt es im Herbst zu kaufen. Ihr könnt ihn bestellen unter www.tuningworld.de und bestellt ihn auch.